ihr Lieben. Heute soll es wieder um die letzten drei Bücher gehen, die ich gelesen habe. Ich blende sie wie hier immer nochmal mit ein, dass ihr dann nochmal mit hinspringen könnt, wenn ihr zu einem bestimmten Buch möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier. Dirty Secrets von Jay Kenner. Ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Es handelt sich hierbei um einen Erotikroman und ja, ich habe beim Lesen festgestellt, dass so richtige Erotikromane, so richtig harte Hardcore-Erotikromane einfach nicht mein Fall sind. Ich bin dann doch eher so das New Adult-Mädchen, wo die Liebesgeschichte und das alles doch noch im Fokus, im Vordergrund steht und so 1, 2, 3 Liebesszenen oder Sexszenen im Buch drin vorkommen. Das ist für mich vollkommen okay, aber in Büchern, wo richtig harte Erotik drin vorkommt, nein. Das ist einfach nicht mein Fall. Ich bin jetzt aber immer noch hin und her gerissen bei diesem Buch, ob ich die Geschichte trotzdem nicht weiterlesen möchte, weil an und für sich die Handlung eigentlich doch ganz interessant war. Aber als allererstes erstmal ganz kurz zum Inhalt. In dieser Geschichte geht es um Dallas und Jane. Dallas ist ein Playboy, wie er im Buche steht. Er ist ein berüchtigter Frauenheld und er ist dafür bekannt, jede Frau abzuschleppen und ja, mit denen halt Sachen zu machen, was man dann halt so macht, wenn man sie abschleppt. Und als Gegenpart haben wir hier von Dallas Jane. Jane ist eine liebenswerte Frau. Sie steht mit beiden Beinen im Leben und ist Autorin und hat noch stark mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen. Ich will nicht so viel verraten, aber so viel sei gesagt, Jane ist schon immer unheimlich in Dallas verliebt und es tut ihr immer wieder das Herz brechen, wenn sie von seinen Affären oder seinen Liebschaften erfährt. Und ja, sie ist die einzige Frau, die er niemals berühren würde und das hat einen Grund, denn die beiden sind Geschwister. Nicht Geschwister im Sinne von Blutsverwandt, um Gottes Willen, das wäre viel zu... nein, sie beiden sind adoptiert und... also Jane ist adoptiert und dadurch sind sie natürlich vom Gesetz Geschwister und dadurch dürfen sie beiden nicht zusammen sein. Und das fällt den beiden natürlich unheimlich schwer, weswegen sie sehr getrennte Wege gehen. Sie wohnen sogar an entgegengesetzten Enden des Landes, soweit ich das mitbekommen habe, einfach, dass sie sich nicht sehen müssen. Und beide haben dann noch stark mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen, denn als sie 15 Jahre alt waren, ist etwas ganz, ganz Schreckliches passiert, womit beide heute immer noch zu kämpfen haben. Und das ist auch so der große Knackpunkt, worum es in diesem Buch geht. Also es geht darum, was ist in der Vergangenheit passiert, was... hat das heute noch für Folgen für die beiden und in ihrem Leben? Und können die beiden nicht vielleicht doch einen Weg finden, irgendwie zusammen zu sein? Das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Mehr möchte ich dazu einfach nicht verraten, weil ich auch relativ blind an diese Geschichte rangegangen bin. Ich hatte es in meinem Week-Vlog, glaube ich, schon ein bisschen gespoilert. Da habe ich schon ein bisschen erzählt, worum es noch geht, aber... gut, ist ja jetzt nicht weiter tragisch. Also wenn ihr genauere Infos wissen wollt, was da passiert ist bei den beiden, dann schaut in meinen Week-Vlog rein, in den zweiten. Da erzähle ich ein bisschen was noch mehr zu der Geschichte. Aber ansonsten hier an dieser Stelle möchte ich definitiv nicht mehr dazu verraten. Komme ich als nächstes mal zu den Charakteren. Es ist so, dass ich Jane relativ schnell ins Herz geschlossen habe, weil sie einfach ein liebenswerter Mensch ist. Sie ist eine liebenswerte Person und man leidet auch wirklich mit ihr teilweise in dieser Geschichte. Ich konnte aber die Handlungsweisen aller Charaktere hier in diesem Buch wirklich nicht verstehen. Ich konnte Jane teilweise nicht verstehen und ich konnte Dallas nicht verstehen. Und es ist ein Erotikroman, dessen bin ich mir bewusst, aber dieses ständige, oh, es sieht so gut aus und oh, sie sieht so toll aus und sie ist die einzige Frau, die ich nicht haben kann und oh, ich liebe ihn, aber er ist der einzige Mann, den ich nicht haben kann. Also dieses Angeschmachte, dieses gegenseitige Angeschmachte in jeder Szene, wo die beiden sich sehen, das ist einfach too much, das war mir einfach zu viel, das ging mir auf den Sack. Auf gut Deutsch gesagt. Also das ging mir wirklich auf die Nerven und das hat für mich so dieses ganze Buch auch ein bisschen so, oh, ja bitte, ist jetzt nicht euer Ernst. Also es war einfach zu viel ein bisschen, da fand ich es einfach ein bisschen drüber. Ansonsten, wie gesagt, mochte ich Jane auf jeden Fall als Protagonistin hier sehr, sehr gern. Auf der anderen Seite haben wir hier natürlich noch Dallas, unseren Frauenheld. Am Anfang, das erste Kapitel heißt King of Fuck und da wird einem auch sehr, sehr schnell bewusst, warum er so ist und warum er so genannt wird. Und ja, man merkt dann aber mit der Zeit, was hinter dieser ganzen Fassade steckt und was Dallas im Hintergrund eigentlich noch so alles am Laufen hat. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe mit der Zeit Dallas wirklich mehr gemocht. Ich mochte ihn am Anfang so gar nicht, weil ich wirklich dachte, das ist so, oh, übelst der Playboy und übelst so ein Frauenheld und so ein Macho und so. Naja, also wie gesagt, mit der Zeit habe ich ihn dann aber doch irgendwie noch mögen gelernt und ja, von den Charakteren her ansonsten kann ich nicht viel sagen, weil so viele Nebencharaktere, die jetzt hier in dem Sinne noch mit einer gewisse Rolle spielen, gibt es nicht. Es gibt da noch die Eltern von den beiden, dann gibt es noch die Freunde von den beiden und dann gibt es noch
den leiblichen Vater von Jane, der hier noch mit in der Geschichte mit drin vorkommt und seine neue Frau. Und ansonsten, so viel an Nebencharakteren gibt es nicht. Was man von den Nebencharakteren mitbekommt, war okay. Das war ganz interessant und man hat halt auch sehr, sehr schnell gemerkt, was ich halt ein bisschen schade finde, wer hier gut und böse ist. Es gab eine Stelle in dem Buch, einen einzigen Satz, wo ich wusste, okay, das ist es. Sind diejenigen, welchen die das Ganze zu verantworten haben, was damals passiert ist. Und das war relativ zeitig in der Geschichte. Und das hat mir das Ganze so ein bisschen so die Spannung dann halt auch rausgenommen. Und am Ende dachte ich so, yay, ich hatte recht. Das ist immer so ein bisschen blöd, aber ich glaube, das war auch irgendwie, so ein bisschen Absicht, dass der Leser an dieser Stelle das Ganze natürlich schon weiß, was unsere Charaktere hier natürlich dann noch nicht wissen. Und das Ende war wirklich sehr, sehr spannend und das Ende war auch wirklich sehr, sehr interessant. Deswegen möchte ich eigentlich gerne wissen, wie es weitergeht und was macht mein Hund da hinten? Er ist gerade aus dem Kissen, er lag hier hinterm Kissen und jetzt liegt er hier vorne. Soll ich eigentlich mal? Ach süß, oder? Oh. So, ich drehe mal wieder so ein bisschen weg. Das Ende von der Geschichte fand ich wirklich wieder sehr, sehr interessant. Und was das betrifft, bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht, weil das ist insgesamt ein Dreiteiler. Im Januar kommt der zweite Teil raus und die Geschichte von Jane und Alice geht hier auf jeden Fall noch weiter. Und ich bin schon interessiert zu wissen, wie es dort weitergeht, weil die Handlung, wie gesagt, an und für sich, wenn dieses ganz angeschmachte Drum und Dran nicht gewesen wäre, wäre einfach echt richtig gut gewesen. Aber durch die Handlungsweisen der Protagonisten, wie gesagt, hat mir das Ganze ein bisschen zerstört. Aber wie gesagt, ich bin halt kein Mensch, der absolut solche krasse Erotik liest, wo die sich auf jeder Seite bespringen halb. Also das ist echt nicht meins, dann bleibe ich lieber in dem New Adult Genre, da ist es ein bisschen weniger. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt, wie das hier weitergeht und ich denke mal, dass ich mir den zweiten Teil auf jeden Fall auch mit angucken werde. Also wenn ihr Lust habt auf ein Erotikbuch mit einer wirklich guten Geschichte und einem typischen Bad Boy und einer liebenswerten Protagonistin, dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall mal an. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, war dieses hier, Game Maker von Cressley Cole. Ich hatte ja versprochen, dass ich diesen Monat endlich ein Buch von Cressley Cole lese, aber irgendwie habe ich mir das Falsche ausgesucht, denn dieses Buch war absolut nicht mein Fall. Die Geschichte an und für sich, okay, Handlung. Gehen wir jetzt nur mal von der Handlung. In diesem Buch geht es um Natalie Potter und Natalie sucht schon sehr, sehr lange nach ihren leiblichen Eltern, denn sie ist adoptiert worden. Und sie hat dann so einen Detektiv beauftragt, um sie zu finden und der meldet sich aber auf einmal einfach nicht mehr und ist wie von der Bildfläche verschwunden. Das findet Natalie natürlich richtig, richtig kacke und kann dann da aber nichts dran ändern. Und eines Abends trifft sie in einer Bar auf Sebastian und von dem Moment an ändert sich ihr ganzes Leben. Ich kann euch noch so viel verraten, dass Sebastian mit ihrem leiblichen Vater zu tun hat, dass er für den leiblichen Vater arbeitet und ab sofort für den Schutz von Natalie zuständig ist, was sie natürlich am Anfang nicht weiß. Dann geht es natürlich hier darum, dass Natalie ihren leiblichen Vater kennenlernt und dass hier sehr, sehr viele Gefahren drohen, denn ihr leiblicher Vater ist einer der Mafia-Bosses in Russland und das birgt natürlich viele Gefahren mit sich. Ich weiß nicht, wie ich das, also ich weiß nicht, was ich zu diesem Buch so sagen soll. Also es ist so, die Handlung an für sich war okay. Ja, aber dieses, oh mein Gott, also dieses Bespringe in diesem Buch. Ich meine, die Protagonistin Natalie, sie war bisher nie von Männern irgendwie angetan oder Männer haben sie bisher nie interessiert. Und dann auf einmal taucht dieser Typ auf und sofort ist sie hin und weg und sofort ist sie, oh mein Gott, er ist so toll und er ist so anziehend und los, bespring mich, nimm mich. Und er auch so, oh mein Gott, sie ist so toll und ich kann sie nicht haben, ich muss sie beschützen und... Und ganz ehrlich, nach zwei Tagen fallen die übereinander her und machen da Dinge, wo ich mir denke so, was? Nein, nicht dein Ernst. Und dann schon wieder diese SM- und BDSM-Scheiße in diesem Buch. Bitte, nicht, nein, ich möchte nichts lesen, wo Leute draufstehen, andere Leute den Popo zu verhauen. Das mag ich nicht. Und oh, es war so, Also es tut mir sehr, sehr leid, aber dieses Buch war einfach nicht mein Fall. Ich mochte die Charaktere so lala, also dieses ganze gegenseitige Angeschmachte und Bespringe. In jedem Kapitel, auf allen zwei Seiten haben die sich da gegenseitig besprungen und sie macht sofort auch alles mit, was er sagt. Ja, also sie ist ja sexuell da wirklich sehr, sehr unerfahren und er sagt, komm und keine Ahnung und verhaut ihr da den Popo und sie so, ja, es ist so toll, es ist so gut und ich denke mir so, bist du bekloppt? Hallo? Du stehst da? Ach nee, also ganz ehrlich, ich kann sowas nicht nachvollziehen. Es mag Leute geben, die auf sowas stehen und die sowas auch gerne lesen, aber
Fall war es definitiv nicht. Ich habe das dann auch Niki so gesagt und ich habe ja dieses Buch von Niki geschenkt bekommen und sie hat gesagt, der zweite Teil ist da definitiv besser. Aber ich bin jetzt nach dem ersten nicht so drauf erpicht, den zweiten ehrlich gesagt zu lesen, weil, nee. Also in den zweiten geht es zwar um ein anderes Pärchen, aber wenn die dann auch wieder auf so SM-Kram stehen, das ist dann auch nicht so meins, ne? Also, ich kann zu diesem Buch nicht viel sagen, weil es wäre nicht nur Positives. Charaktere waren so lala, Handlung war so lala und diese ganzen Sexszenen waren so, bitte, nein. Und da gab es eine Stelle in dem Buch, wo ich gedacht habe, hier, du hast so einen Schuss, Mädel. Du hast doch einen Schuss nicht mehr gehört. Also, nee, also meins war es absolut nicht und ich habe keinen Bock mehr, irgendwelche SM- und BDSM-Sachen zu lesen. Also bitte, also Shades of Grey war da ja wirklich noch sehr, sehr niedlich im Gegensatz zu diesem Buch. Also wer sowas gerne liest, ne, und Shades of Grey da echt schon gut fand, der sollte sich das hier auf jeden Fall mal angucken, weil ich finde, Shades of Grey war hier schon niedlich da dagegen, was die hier drin gemacht haben. Und ja, also mein Fall war es definitiv nicht und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich den zweiten Teil jetzt lesen möchte. Was ich aber Positives sagen kann, ist, dass mir der Schreibstil von Cressley Cole ganz gut gefallen hat. Ich mochte die Art, wie Szenen beschrieben wurden und ich mochte halt auch die Art, wie Orte und Dinge beschrieben wurden. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr bildlicher Schreibstil. Also ich konnte mir das wirklich sehr, sehr gut vorstellen im Kopf. Aber so von der Handlung und dem Ganzen war es einfach nicht mein Fall. Damit wären wir dann auch schon wieder beim letzten Buch, was ich gelesen habe. Und zwar war das dieses hier, Begin Again von Mona Kasten. Ich muss sagen, dieses Buch ist unheimlich groß, aber irgendwie scheint das jetzt Trend zu sein, dass die Bücher so groß sind. Ich kann euch ja das hier nochmal im Gegenzug zeigen. Seht ihr das? Das ist voll winzig, ne? Also, das ist schon ein großes Buch. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Man hat hier gut was in der Hand. Ich war auch echt erstaunt, dass dieses Buch so viele Seiten hat, weil dieses Buch hat knappe 500 Seiten. Und durch die Größe und so war es natürlich ein bisschen teurer. Also ich glaube 12 Euro hat das jetzt hier gekostet, statt üblicher 10 Euro. Fand ich jetzt aber nicht schlimm. Komme ich jetzt allererstes erstmal zum Inhalt. In dieser Geschichte geht es um Ellie Harper. Ellie ist neu in der Stadt und neu am College und sucht noch dringend eine Wohnung. Bisher waren ihre Erfolge da eher nicht so berauschend. Also da hatte sie so einige Sachen erlebt und ja. Ellie hat sich dann für eine Wohnung beworben und in dieser Wohnung wohnt Caden White. Jetzt muss ich überlegen, wer mit Nachnamen heißt. Und ja, sie haben einen Besichtigungstermin verabredet und als Ellie zu diesem Besichtigungstermin kommt, ist Caden alles andere als begeistert. Denn er dachte, Ellie ist ein Mann und möchte sie als Mitbewohnerin zunächst auch nicht haben, da er mit Mitbewohnerinnen sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat und hat dann am Ende keine andere Wahl, als Ellie doch als Mitbewohnerin zu akzeptieren, denn alle weiteren Bewerber sind abgesprungen und er braucht dringend einen Mitbewohner, sonst kann er sich die Wohnung halt nicht mehr leisten. Und so bekommt Ellie das Zimmer und zieht bei Caden ein. Und damit beginnen schon die ganzen Schwierigkeiten, denn Caden hat klare Regeln, die er aufstellt. Keine Gefühle, keine Gefühlsduseleien, keine Gefühlsausbrüche, kein Mädchenkram, keine körperlichen Annäherungen, gar nichts. Und Ellie ist sehr erpicht darauf, die Regeln auch zunächst einzuhalten. Doch dann ändert sich das Verhältnis zwischen den beiden und sie kommen sich näher. Und irgendwie ist da doch irgendwie mehr als gedacht, auch von der Seite von Caden. Und Ellie versteht das zunächst am Anfang auch nicht. Und ja, was dann am Ende bei den beiden dann rauskommt und was die ganzen Regeln noch für Sachen mit sich bringen, das ist das, worum es in diesem Buch geht. Ich muss sagen, dieses Buch ist ein typischer Adult-Roman. Es war eine gute Geschichte, es waren gute Charaktere, es waren tolle Plots in diesem Buch. Es war aber halt auch nichts, was mich extrem jetzt umgehauen hat. Also es war eine gute, solide Geschichte, aber jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, es war so gut, es war so toll. Nein, das war es nicht. Also es war eine gute, solide Geschichte, die auf jeden Fall Lust auf mehr macht. Und es ist ja der erste Roman in die Richtung von Mona Kasten und ich finde, wenn man das berücksichtigt, hat sie das wirklich schon ganz, ganz gut gemacht. Und ich bin auf jeden Fall auf den zweiten Teil gespannt, den möchte ich auf jeden Fall auch noch mitlesen, weil wie gesagt, mich interessiert schon, was in dieser Geschichte so noch weiter passiert mit den Charakteren. Ansonsten kann ich nur sagen, was bei diesem Buch halt auch ein bisschen schade ist, es wirkt sehr nach Baukastensystem halt auch zusammengezimmert. Also man hat ja typisch Schema F, wo wie sich eine Geschichte aufbaut und ich finde, man hat hier wirklich sich sehr an diesem Schema lang geklammert. Und es war halt wie gesagt nichts Überraschendes in der Geschichte, es war nichts, wo man sagt so, oh mein Gott, das war hier eine Wendung, oh, die mit der habe ich nicht gerechnet. Also man musste an den Stellen, dass jetzt noch irgendwas kommt, dass da noch irgendwas passiert, dass da noch irgendwas von der Handlung her auch fehlt und
sicherlich war es dann überraschend, was dann so passiert ist, ne? Also, aber man wusste es halt definitiv, dass da jetzt noch was kommt. Und das fand ich halt so ein bisschen schade, dass das so halt so ein typischer New-Adult-Roman war und halt nichts Besonderes in dem Sinne. Ich habe mir da irgendwie ein bisschen mehr von erhofft, gerade weil dieses Buch ja auch ein Mega-Hype gemacht wird. Ich weiß, dass dieser Hype auch damit zusammenhängt, dass Mona ja einen YouTube-Kanal hat, aber ehrlich gesagt, ich kann es nicht verstehen. Also es gibt weitaus bessere Bücher als dieses, die nicht so gehypt werden, was ich sehr, sehr schade finde. Aber gut, das ist alles Ansichtssache. An und für sich, wie gesagt, war das eine gute, solide New-Adult-Geschichte, die aber halt auch nichts Besonderes war. Was kann ich euch noch erzählen? Die Charaktere. Kommen wir mal zu den Charakteren. Ellie ist ein Mensch, den man sehr, sehr schnell lieb gewinnt und mit dem man sich auch gut identifizieren kann. Ich konnte mich gut in sie hineinversetzen. Ich konnte ihre Handlungsweisen gut verstehen. Und ja, also sie ist mir da schon, was das betrifft, sehr ans Herz gewachsen. Was Caden betrifft, er ist so der typische Bad Boy, das typische Klischee. Und ja, also er ist so, er ist da einfach so Typ Schema F, leider Gottes. Und er entwickelt sich dann natürlich in der Geschichte zu einem Menschen, den man mag und dem man auch Dinge verzeihen kann, die er tut. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist so typisch Schema F. Und das habe ich leider schon 100.000 Mal gelesen und das ist halt irgendwie ein bisschen schade. Aber na gut, egal. Also wie gesagt, Caden ist so der typische Bad Boy zu Beginn der Geschichte und man merkt dann im Laufe der Geschichte, dass er doch auch noch andere Seiten hat. Die Nebencharaktere haben mir gut gefallen. Dann gibt es zum einen Dawn. Dawn ist die beste Freundin von Ellie und in Dawn geht es im zweiten Teil. Das steht ja schon fest. Und dann gibt es noch Spencer. Er ist der beste Freund von Caden und auch um ihn geht es im zweiten Teil. Und ja, was gab es dann? Ansonsten gab es noch andere Nebencharaktere, die jetzt nicht so eine wichtige Rolle mitgespielt haben, aber auch die fand ich eigentlich alle ganz nett und gut gestaltet. Aber wie gesagt, es war halt alles so typisch Schema F und das tut mir leid, das sagen zu müssen. Ich muss sagen, ich bin auch mit einer ganz anderen Einstellung an dieses Buch rangegangen, wie ich vielleicht auch an andere Bücher rangehe. Gerade da man durch YouTube ja auch diesen Entstehungsprozess und das alles von diesem Buch teilweise auch mitbekommen hat. Und dadurch, dass es ein Verlagsbuch ist, hat man natürlich auch hier gewisse Anforderungen an eine Geschichte. Also ich habe jetzt hier an so einem Buch eine andere Anforderung wie an einen Self-Publisher New Adult Roman. Ne? Weil ich finde, wenn ein Verlag da dahinter steht, sollte da schon ein bisschen was kommen. Und ja, irgendwie bei dieser Geschichte leider nicht. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber so ist das nun mal. Also wie gesagt, Handlung war gut. Charaktere waren völlig in Ordnung, wenn auch Typ Schema F. Ansonsten, der Schreibstil hat mich sehr an Samantha Young und Jennifer Armentrout erinnert. Also wer Monas Kanal guckt, weiß, dass sie diese beiden Autorinnen sehr, sehr mag. Und ich finde, der Schreibstil hat mich sehr daran erinnert, was absolut nicht schlimm ist. Er war witzig, er war locker leicht, er war leicht zu lesen. Also es gab keine komplizierten Sätze oder irgendwas. Und ja, also wie gesagt, hat mich wirklich sehr an die beiden erinnert, aber was ich jetzt auch nicht schlimm finde, wie gesagt, ich weiß ja, dass sie die beiden da als Vorbild auch mit hat. Aber ich denke, dass Mona da so im Laufe der Zeit auch noch ihren eigenen Schreibstil findet und ihren eigenen Weg auch findet, Geschichten zu erzählen und zu schreiben. Vom Setting her befinden wir uns hier typisch adult-mäßig an einem College. Ich fand die Umgebung, wo das Ganze gespielt hat, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Ort heißt. Hier, Woods Hill. Noch nie gehört vorher. Und Woods Hill liegt wo irgendwo in den Bergen bei einem Wald und man kann dort wandern gehen. Und das fand ich sehr, sehr gut. Das hat mir richtig gut gefallen vom Setting her. Es war einfach mal was anderes. Und ja, also wie gesagt, mochte ich auf jeden Fall. Das Ende ist typisch New Adult gewesen. Es war ein bisschen kitschy-kitschy, es war ein bisschen überzogen und ein bisschen übertrieben. Aber das fand ich nicht schlimm. Also die meisten Enden im Moment, wo ich jetzt Bücher gelesen habe, waren irgendwie total übertrieben und überzogen. Aber finde ich absolut nicht schlimm. Wie gesagt, es ist eine New-Adult-Geschichte. Ich glaube, ich habe jetzt schon tausendmal erzählt, dass das eine New-Adult-Geschichte ist, oder? Ihr wisst es ja sicherlich. Naja, egal. Wie gesagt, im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass mir das Buch gut gefallen hat, es aber leider nichts Besonderes war, ich aber den zweiten Teil trotzdem lesen will. Das waren meine letzten drei gelesenen Bücher. Wenn ihr eins von den Büchern kennt oder auch schon gelesen habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr dieses Buch fandet und ob wir da vielleicht einer Meinung sind oder vielleicht halt auch nicht. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.